Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu was? Ja, Final Fantasy 16. Ja, hier geht's mal endlich weiter. Ja, schön, oder? Ich glaube, ich habe vor einer Woche am Sonntag irgendwann mal einen Part hochgeladen, aber dieser Part, den ich hochgeladen hatte, der war schon auch irgendwie vor 2 Wochen oder so hat letztes Mal aufgenommen. Also ja, ich spiele das Spiel erst seit 2 Wochen, das erste Mal wieder. Der Grund dafür ist, weil ich ein bisschen krank war. Ich hatte eine Mandelentzündung, ich hatte unglaubliche Schmerzen im Hals und musste meinen Hals schonen, weil ja aufnehmen ging halt nicht oder streamen, was ein bisschen kacke war. Ne, hat sich irgendwie angefühlt, als hätte ich irgendwie eine Rasierklinge im Hals stecken gehabt. Hat jedes Mal beim Schlucken wehgetan, hat jedes Mal beim Sprechen, beim Existieren hat das wehgetan. Also war sehr unschön und nicht sehr gute Voraussetzungen zum Aufnehmen. Was mich ein bisschen stört, weil ich wollte schon ja ehrlich gesagt weiter hier das Spiel weiterspielen und so, ne? Aber ja, ich muss natürlich die einzige Sache bekommen, die mich davon... Da habe ich voll geärgert, ey. Weil ich... Ich habe nicht viele Hobbys, ne? Die einzigen Hobbys, die ich habe, sind hier Stream und Let's Play, ne? Und um die durchziehen zu können, muss ich nur eine gesunde Stimme haben, ne? Eine gesunde Stimme, eine Stimme, die fähig ist, irgendwie hier zu sprechen, ne? Und dann bekomme ich so einen Mist. Ich weiß nicht, wie ich mir das eingefangen habe. Ich habe erst gedacht, ich hätte irgendwie eine Grippe oder so bekommen. Jetzt so die ersten Tage habe ich so Fieber gehabt und Schwächeanfälle. Ich komme mich kaum aus dem Bett bewegen. Und ja, Halsschmerzen hatte ich auch, aber ich habe gedacht, da wäre irgendwie so Teil der Grippe, so Begleiterscheinung irgendwie, ne? Aber ne, das war irgendwie das Hauptproblem, ne? Ich bin zum Arzt gegangen, Mandeln infiziert, Mandeln entzündet und ja, muss ich ein paar Antibiotika schlucken, damit das weggeht. Ist seit ein paar Tagen jetzt schon vollkommen weg. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen Schleim im Hals, deswegen will ich auch jetzt nicht so viel heute aufnehmen. Der Plan ist heute so, weil ich so 45 Minuten aufzunehmen, aber wer weiß, wie weit ich irgendwie, weil ich Kontrolle darüber habe, ne? Aber ja, jedenfalls geht es jetzt mal endlich weiter. Ich freue mich. In den 2 Wochen scheinen irgendwie, weil nicht irgendwie Updates hier von dem Spiel erschienen zu sein. Ich habe irgendwie eine Nachricht bekommen, als ich das Spiel gestartet habe, dass zusätzliche Inhalte irgendwie hier freigeschaltet worden sind. Warte mal, das wollte ich erst später. Und zwar hier habe ich nämlich was entdeckt. Zwiebelschwert. Okay. Einfach mal ein Schwert. Das Schwert müsste sehr viel schwächer sein als alles, was ich jetzt habe, ne? Ja. Den Träger dieses in Gold und Türkis erstrahlenden Schwerts erscheinen wundersame, doch auch seltsame, vertraute Bilder von hier. Von 4 einfachen jungen Menschen, die auf deiner Reise sind, die Dunkelheit Einhalt zu gebieten. Das ist eine Anspielung an Final Fantasy 3. Oh, das sieht cool aus, das Schwert. Leider ist es viel zu schwach. Ja. Ja, das ist eine Anspielung an Final Fantasy 3, weil Final Fantasy 3 war irgendwie so eine Anspielung oder so eine Hommage an Final Fantasy 1 an sich, ne? Final Fantasy 1 ging es ja, ich guck mal, ob man die Waffe aufrüsten kann. Final Fantasy 1 ging es ja um die 4 Krieger des Lichts, wie die Kristalle wieder wecken mussten und alles drum und dran, ne? Und Final Fantasy 3 war sozusagen so eine kleine Anspielung an Final Fantasy 1, weil die eine exakt gleiche Story hatten. Nur anstatt irgendwie, dass man 4 Krieger des Lichts hatte, hatte man so 4 Kinder, die sich die Zwiebelkinder genannt hätten. Und Final Fantasy 3 hat, glaube ich, das Jobsystem so eingeführt. Und dann konnte irgendwie, weil nicht, man konnte den Charakteren die Jobs wechseln, so Krieger, Weißmagier, Schwarzmagier, Schütze, was weiß ich nicht alles, ne? Und die Standardklasse war sozusagen Zwiebelritter. Und ja, deswegen wird das wie in Final Fantasy 1, wo der Hauptcharakter irgendwie der Krieger des Lichts genannt wird, und Final Fantasy 3 ist der Hauptcharakter normalerweise immer als
der Hauptcharakter von Final Fantasy 3 ist immer der Zwiebelritter. Er ist immer so ein Kind irgendwie in so einer Rüstung. Und das ist irgendwie eine Anspielung da, nehme ich an. So, ist leider schwach. Deswegen können wir damit nichts machen. Leider. Ich habe gesehen, man kann irgendwie das Aussehen jetzt ändern. Wähle die Option Aussehen im Arete-Stein, um das Aussehen von Clive und seinen Gefährten zu ändern. Auch das Aussehen von Clives Waffen kann mit dem einen oder anderen Waffe aus deiner Sammlung getauscht werden, ohne die Werte zu beeinflussen. Da wäre doch perfekt dann eigentlich, ne? Guck mal hier. Ich habe übrigens nichts runtergeladen oder so, ne? Also gibt keine downloadbare Inhalte bisher. Also jetzt nicht, dass ich wüsste. Also ich habe nichts runtergeladen, aber ja, scheint irgendwie so kurz irgendwie so hinzugefügt worden sein. So, das ist cool. Ja, ich bin ja schon jahrelang der Meinung, jedes Rollenspiel sollte diese Funktion haben, dass man irgendwie das Aussehen oder die Waffen von jeder Waffe irgendwie ändern kann, wann man will. So, ich nehme natürlich das Zwiebelschwert, wenn wir das schon gerade bekommen haben, ne? Also nehme ich das auch und rüste das aus, ne? Weil warum nicht, ne? So, und dann kann man hier irgendwie die Klamotten ändern. Oh. Gel. Schneeweiß. Oh, nice. Aschgrau. Eisblau. Osarisches Gold. Okay. Nicht schlecht. Okay. Dann laufen wir mal so ein bisschen damit herum, ne? Oh, guck mal hier. Schön. Dann mal Neues, wenn jetzt irgendwie hier. Wenn du wieder hier ins Spiel reinkommst nach 2 Wochen, ne? So, aber wir sind hier in der Story gerade mittendrin, ne? Stimmt, wir konnten uns hier raus teleportieren, obwohl der irgendwie diesen Schild irgendwie so aufgebaut hat. Letztes Mal waren wir hier in. Ja, okay, die Story, die wird jetzt ein bisschen schwer für mich zu verstehen sein in den ersten Minuten. Wir haben Barnabas beim letzten Mal getroffen, der sich in Owen verwandelt hat und hier dieses riesige Kraftfeld aufgebaut hat, ne? Damit wir hier halt nicht reinkommen, ne? Oder irgendwie so weit. Und ja, wir sollen das Dorf hier untersuchen. Machen wir das mal. Ich war hier noch nicht, glaube ich, ne? Ich bin mir nicht sicher. Also ja, oh, guck mal hier. Da hat schon was gefunden. So, ich werde wahrscheinlich voll auf die Fresse bekommen. Weil ich das Spiel schon lange nicht mehr angerührt habe. Aber was soll man machen, ne? Ich habe geplant, mal wieder hier Star Wars aufzunehmen, hier nach diesem Part. Deswegen will ich auch nicht so viel aufnehmen. Damit es mal endlich irgendwie so ein bisschen weitergeht, ne? Es sind schon wieder neue Spiele irgendwie am Horizont. Und ja, da muss ich auch mal irgendwann mal hier fertig machen, ne? Storymäßig bin ich bei 87% anscheinend. Also so viel kommt jetzt hier von Final Fantasy 16 auch nicht mehr, ne? Je nachdem, wie ich mich bei Star Wars anstelle, kann das natürlich auch wieder. Ich glaube, da war ich auch schon bei 20% oder so, ich weiß es nicht. Gibt's, da hat ja auch irgendwie so eine Prozentbar, wo irgendwie immer steht, so weit bist du gerade, ne? Also im Spiel. Bei dem Spiel ist das hier. Bei dem Spiel ist es irgendwie, du kannst irgendwie schon im Hauptmenü der PlayStation schon nachgucken, wie weit du in der Story bist. Bei Star Wars ist halt irgendwie so in-game, wenn du irgendwie speicherst, glaube ich. Aber ja, da müssen wir ja auch mal irgendwann mal weitermachen, ne? Von daher gucken wir mal. So, ich soll mich. Ach, da soll ich rein. Pff. Na, gucken wir mal. Zum Glück leuchten meine Klamotten jetzt im Dunkeln. Nein, nicht. Bitte nicht.
Hallo? Hey, ruhig, ruhig. Wir tun dir nichts, keine Angst. Ja. Ja, lass dich nicht erschrecken von dem menschenfressenden Wolf, den Typ mit der pechschwarzen Rüstung, den einäugigen Mann mit dem Schwert. Mein Herr, ich danke euch. Edda, auch wenn es schwer fällt, aber was ist hier passiert? Ist die Musik also dramatisch? Es fing an, als der Himmel sich wandelte. Die Alten nannten es die Arke. Einer nach dem anderen wurden sie verrückt, manisch durch den Äther. Bis nur noch ich da war. Und ich in meinem Zustand allein. Und als die Soldaten kamen. Warum kommt hier gerade so epische Musik? Ich wusste einfach nicht weiter. Weil sie an, als wäre ich in Sovngarde von Skyrim. Und diese. Dieses Valhalla von Elder Scrolls. Geschichte, die Großeltern ungezogenen Kindern erzählt haben. Über dunkle Himmel, die erscheinen, wenn unsere letzten Tage anbrechen. Das Ende der Welt. Die anderen wurden verrückt. Aber wo sind sie alle? Kasische. Sind alle fort. Ich habe gedacht, die wären akasische. Nach Osten. Zum Turm. Draumur. Die Ältesten. Der Heiler. Der Schmied. Mein Ehemann. Denkst du, er steckt dahinter? Natürlich. Nur er hat diese Macht. Genau wie in Canva. Du hast es doch selbst gesehen, Gav. Aber was ist mit ihr? Wieso ist sie nicht durchgedreht? Vielleicht wegen des Kindes? Es könnte sie vom Äther schützen. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Oh Gott, das Kind. Du meinst, das geboren wird verrückt werden, ne? Ein Träger? Durch Ultimas Magie macht es bald keinen Unterschied mehr. Die Zeit wird knapp. Ah, okay. Träger, alles klar. Ich habe gedacht, diese Verrücktheit wurde irgendwie von dem Baby aufgenommen. Sobald es geboren wird, ist er irgendwie am Tor. Durchdrehen. Was ziemlich Gott dunkel wäre. Den König. Okay. Na dann mal rein da. Ich wusste es. Genau wie am Phönixtor. Das heißt, am Ende dieser Stufen finde ich... Boah, er leuchtet auch am Rücken. Ja, dieses Bild. Das Wandbild. Es ist intakt. Ultima und sein Leib Ifrit. Da
Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Sogar der mythische Leviathan. Doch. Es gibt doch Leviathan. Wo ist der Phönix? Ich wollte sagen, also das wie die Fusion von den beiden. Beim Begründer. Das ist ein sehr schlechtes Timing gehabt, ne? Siehst du also, nicht wahr, Ultima? Mein Controller ist mit dem Herzschlag am Vibrieren. Also existiert Leviathan auf jeden Fall, ne? Nur ist halt... Oh, heißt das, wir treffen irgendwann so Leviathan? Du willst wirklich ohne mich gehen? Sei vernünftig. Jemand muss bei Edda bleiben. Aber... Ich muss das alleine machen. Falls ich nicht wiederkomme, müsst ihr mit Joshua zurück auf die Enterprise. Verstanden? Oh, was hat denn diese ganze Szene mit Jill so? Oh, du bist nicht allein. Ich mach das allein. Sag aber doch... Wehe, du beißt ins Gras. Sag aber der ganze Sinn von dieser Cutscene. Der nächste Sith zu werden. Keine Sorge. Den Namen gebe ich nicht mehr her. Oh, dieses Schwert passt irgendwie nicht so vom Aussehen her. Also alles so schwarz-rot und dann irgendwie diese voll bunte gelbe Klinge. Nicht so gut. Ich habe gleich Heiltränke. Also ja, Leviathan scheint zu existieren, ne? Nur halt, es gibt kein Träger, ne? Weil den Leviathan irgendwie, weil nicht alles überlebt hat oder so, keine Ahnung. Wo muss ich denn hin? Da lang. Wie komme ich da hin? Da lang, okay. Die Bewohner werden sicher von Barnabas angezogen. Wenn sie am Turm sind, ist er also ich werde doch nicht eingemeldet, haben die doch gesagt, ach. Fest. Leviathan. Boah, wir Leviathan mit einem DLC oder so. Sie hat das schon kommen. Leviathan wird irgendwie ein DLC oder so, ne? Haben wir ein Remake von Final Fantasy 15. Wo Noctis gegen Leviathan gekämpft hat. Den Kampf fand ich voll episch. Aber dann kommt dieses Spiel hier mit seinen Kaijo-Kämpfen um die Ecke. Das ist ja immer gar kein Unterschied hier. Gar kein Vergleich. Tarantel. Ups. Warte mal, ich mache. Mal so ein paar Übungskämpfe hier, wenn es geht. Zack. Oh, lebt noch. Okay. Okay. Gut, aber ich glaube nicht, dass Leviathan noch auftauchen wird. Weil schon kurz davor sind irgendwie Odin zu bekämpfen, Barnabas, ne? Ja, ein bisschen doof jetzt, wenn irgendwie jetzt Leviathan noch so im letzten Moment irgendwie so vorgestellt wird, ne? Obwohl das irgendwie voll Sinn machen würde, ne? Ich meine, wir beherrschen die erstmal des Feuers, ne? Wird irgendwie logisch, dass man sich Wasser-Esper hier so als finalen Boss irgendwie ja so vorstellt, ne? Weil die war super effektiv gegen uns.
Aber Leviathan ist halt nicht so bekannt wie halt Odin, ne? Obwohl ich bin mir ziemlich sicher, es gab mehr Leviathans in Final Fantasy als Odins. Glaube ich so jedenfalls. Dahinter ist irgendwas. Ich kann es spüren. Aber dafür ist keine Zeit. Na, pff. Warum nicht? Ich spüre etwas auf der anderen Seite. Es ist wichtig, aber es kann auch warten. So, warum ist Jill eigentlich jetzt noch mal? Warum ist Jill jetzt eigentlich noch mal im Versteck? Ich habe schon wieder vergessen. Kannst du warten? Beim letzten Mal haben wir zum ersten Mal diese Monolithen irgendwie untersucht, ne? Diese Time Trials irgendwie drin sind. Aber die machen wir erst später, weil scheint irgendwie so auf so Endgame irgendwie so fokussiert zu sein. Und das ist irgendwie so ein Zeitlimit und irgendwie war ich nicht stark genug, um das so schnell wie möglich zu erledigen. Also das mache ich so ganz am Ende, wenn überhaupt. Falls wir überhaupt was dafür bekommen. Weil wenn nicht, dann... Plage. Oh, du bist ein Ariman. Nein. Ja. Ja, warte mal. Ich hab wieder fähig, was? Falscher Klopf. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch bekämpfe, ne? Bin nicht so, als bräuchte ich mal Erfahrungspunkte oder so, ne? Screamer. Warte. Nein, zu weit. Dauert noch zu lange. Oh. Ich werde da so viel AP. Aho. Warte, du Stück. Wieso? Dauert viel zu lange zu legen. Aua. Ja, da war ich nicht. Da hab ich ein Viech an Tor, geil. So. Guck mal, wie cool der jetzt aussieht. So, davon noch 460 Erfahrungspunkte. Er rentiert sich leider nicht mehr so, gegen die Gegner zu kämpfen, habe ich so ein Gefühl. Die Dauer der Kämpfe so im Vergleich zu, was ich an Erfahrungspunkte bekomme, nicht so gut. Okay, nichts. Aber im Wesen sehe ich gut aus. Bin nur ein bisschen blöd, dass das schon wieder schwarz-rote Klamotten sind, ne? Hätten sie ruhig irgendwie auch mal was anderes geben können, so. So grün zum Beispiel. Hey, Adamantit, Panzerhandschuhe. Hier? Nein. Ne, warte mal hier. Panzerhandschuhe. Hier. Die maximal LP um 500. Hatte ich nicht auch Rezepte für irgendwie so Genji-Klamotten? Ja, ne? Aber ich hatte noch nicht die Materialien, oder? Ein
Am Ende des Himmels. Obelisk. Clive erinnert mich irgendwie an so einen Charakter aus Tekken, so ein Spanier. Ich weiß nicht, wie der hieß. Ich glaube, der hieß Miguel oder so, ne? Irgendwie so ein Spanier in Tekken 6, glaube ich. An den erinnert er mich schon die ganze Zeit, oder? Ist mir jetzt so eingefallen. Oh. Wo ist der Obelisk? Ich muss mal da hingehen. Vielleicht gibt es ja da noch was, ne? Weiß man ja nicht. Wahrscheinlich nicht, aber lass mich mal trotzdem gucken, ne? Nein. Da liegt noch was. Oh, da liegt was Süßes. Ah. Was? Eiererze? Okay, sieht aus, jetzt gehen wir hier in die nächste Story-Dingens rein, ne? Lass ich mal kurz hier hingehen zum Heilen. Hoffentlich sind jetzt keine neue Aufträge oder irgendwie so aufgetaucht. Sieht nicht so aus. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Story-Dingen rein. Traumuhr. Ein einsamer, mächtiger Turm, der sich aus dem Toten und der sich aus dem toten Land erhebt und den Himmel zu durchstechen scheint. Klar. Gut. Überrascht hat noch so viele Story-Gebiete hier auftauchen, obwohl es irgendwie weit nicht so relativ nah dran sind, hier irgendwie Barnabas fertig zu machen. Oh. Hm. Das Schwert passt überhaupt nicht zu meinen Klamotten. Nicht mehr lange. Barnabas. Der ist aber nicht da drinnen, ne? Barnabas muss ja in der Nähe von dem Kristall sein, würde ich sagen, ne? Also der finale Kampf. Wachsam, Torgal. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Der letzte König. Oh nein. Ich glaube, wir müssen doch gegen Barnabas gleich hier kämpfen. Sieg. Sieg, die klingt so bekannt irgendwie. Ich habe so das Gefühl, diese Musik ist irgendwie eine Anspielung oder irgendwas. Ja, ein Remix von irgendwas. Gut, machst du das, Torgal. Steht noch vor dem Typen und bellt dem an. Das ist mein Junge. Oh Gott. Ja. Ich krieg 1200 Erfahrungspunkte für diese 5 Gegner. Und den einen Viech, was ich gerade bekämpft habe, der hat mir 400 gegeben. Dafür habe ich irgendwie 2 Minuten gebraucht. In so einer Ruine waren wir ja schon mal, ne? Im Phönix-Tor. Werden wir wahrscheinlich hier wieder. Verdammte Ruinen. Wieso machen selbst die Böden, was sie wollen?
Technologie. Dun, dun. Hallo, na? Oh nein. Pyrobolos. Ein bekannter Name, glaube ich. Final Fantasy. Ich bin einfach so hoch. Also warte hier. Boom. Ich hatte irgendwie Bock, euch abzuschießen, okay? Was hat? Ich so eine Kugel rumfliegen gesehen. Nein, ich meine nicht die Gegner. Löscht. Feuer. Action. Nein, er ist nicht am Boden. Runter. Sehr gut. Ich konnte ihn nicht treffen, weil ich im oder oben war. Die Musik kommt mir so bekannt vor. Irgendwie so Oldschool Final Fantasy. Oh, nice. Hey, yo, was geht? Oh, ich denke schon wieder breit. Ah. Okay, irgendwas habe ich da absorbiert, anscheinend. Oh, ah. Oh, what the? Nein, nicht explodieren. Ah, er hat echt explodiert. Er sagt. Ja, komm mal her. Boah! Ich soll vielleicht noch nicht so schreien. War ziemlich anstrengend gerade. Also aber lieber. Ich muss ein bisschen gelassener hier. Ein bisschen weiter nicht kommentieren. Mahamut! Okay. 600 nur. Mal voll Final Dungeon Atmosphäre hier gerade. Aufzug, Aufzug. Ja, ich trinke meinen Schluck. Mehr kommen jetzt Gegner. Ja, ich soll vielleicht mal mein Wasser griffbereit halten. Okay. Trank. Nein. Trank. Boah, ich baller euch jetzt alle ab. Kann ich mal beide treffen? Ja, durch, ja, ne. Nein, das da hinten war. Oder auch nicht. Ich dachte, er wäre zu weit weg, aber ne. Bezweifle, dass diese Dinger eine blutige Haut hinterlassen haben. Ah.
Ich habe mein Ding schon ja weggeballert. Fahr mich mal ein bisschen hoch. Ich hab pariert. Ich habe immer zwei Runden brauchen, ne? Für diese Viecher. Ich brauche immer zwei Runden, um so Gegner mit so Willensleisten erledigen zu können. Ja, komm her. Boom. Zack, zack. Boom, boom. Habe mich gar nicht getroffen. Bonk. Komm schon. Der überlebt noch eine Runde hier. Gibt's nicht. Okay. Da. Trank. Da kann ich schon. Ja, wenn ich gerade einen notwendig habe. Kunst des Eises, glazial. Ja. Ich muss die Dinger eigentlich nie nachgucken. Tut entweder einen Schaden von irgendeinem Fähigkeit von Shiva erhöhen oder die Abklingzeit. Mittlerweile wissen wir, wie funktionieren. Jawohl. Oh nein, jetzt geht's noch höher. Was ist denn dieser Aufzug von Mega Man X8? Mein zweites Projekt auf diesem Kanal. Wollt ihr mal auschecken, wenn ihr die bescheidenen Anfänge des Daniros sehen wollt, ne? Ich habe irgendwie voll Bock, das Spiel noch mal zu spielen. The Mega Man, ich sag, das ist eins der Spiele, die mir nie langweilig wird. Ich glaube, mittlerweile wurde auch irgendwie so eine Mega Man Collection irgendwann mal released, ne? Wo irgendwie die ganzen X-Teile hier drin sind. Mega Man X1 bis 8. Oh, ich weiß nicht, ob 8 auch dabei war. Würde ich auch mal gerne spielen. Mega Man will mir definitiv Bock machen. Mega Man X8 macht mir auf jeden Fall Bock. Oh nee. Ja, nein. Geht mal alle kurz schlafen. Wir haben alle überlebt, ne? Ja. Dann düse ich eben mal kurz da rein. Aua! Ich hätte meine Düse reingestrahlt. Nein, nicht schon wieder so ein Viech. Wahrscheinlich noch eins irgendwo, ne? Pass auf. Komm mal her. Bla! Nein. Ich mehr euch weg wie den Rasen. Guck mal her. Nein. Alle Leute. Verfehlt. Ich habe jetzt verstanden. Shiba. Ich bin kein Shiba Clive. Ich bin Torgal. Oh nice. Ja, es hinterlassen hier schon Heiltränke. Cool. Gegner hinterlassen und normalerweise keine Heiltränke, oder? Mache dich auf für uns. So, ich erwarte hier irgendwann noch so ein Boss oder so, ne?
Hier können wir ja vielleicht noch, ich weiß ja nicht, wie lange das hier noch dauert, ne? Aber nein. Nein, ich wollte noch hier gucken. Nein, aber hier wird schon nichts sein, ne? Okay. Wir gehen auf zum Mond. Da ist unser, da wartet Ballerboss auf uns, ne? Das wäre nicht das erste Mal, dass in einem Final Fantasy die Charaktere zum Mond fliegen. Final Fantasy 4 hat zu Wort, welchen Schiff das ein Wal war, mit dem man zum Mond geflogen ist. Hallöchen, na. Ich hab gerade von einem Boss geredet. Hey, deine Haut glänzt so wie mein Umhang. Was steht da? Ich kann das nicht lesen. Sehr aber. Ich wollte den Namen erstmal lesen, bevor ich den. Ja, nicht stillgehalten. Aber warte. Jetzt habe ich ein bisschen Licht auf dich. Ah! Werde aber nicht der Boss dieses Dungeons sein, der letzte Boss. Oh. Nein, oh. Alter, komm her, du Stück. Na, ah. So, jetzt geht's an den Kragen. Und dann gehe ich jetzt sehr völlig. Erstmal abkühlen. Und dann mache ich ein bisschen Licht an. Was auch voll nervt, ne? Du kniest da und dann schießt jemand einen Laserstrahl dir ins Gesicht, ne? Ich bin auch voll nervtötend. Ich bin 80.000. Gott, wie bin ich den ausgewichen? Ja, das ist nicht der letzte Boss dieses Dungeons. Ich habe gesehen, dass eine Treppe irgendwie da oben geht, glaube ich. Sehr cool. Okay, das war relativ schwierig. Okay. Der hat mir nur 400 Erfahrungspunkte gegeben. Komm schon, Mann. Der war ganz schön zäh. Ja, irgendwie nicht. Ich gibt nicht mehr davon. Mein Gott, war der hart. Der war stärker als jeder Boss, den ich je bekämpft habe. Stärker als Bahamut. Dann taucht einfach so Dion auf. Zuckt einfach nur so die Schultern so. Bro, wir hatten einen epischen Kampf da oben im All. Was redest du da eigentlich? Mann, dieser Typ war stark. Oh. Okay. Nein! Ich bin einfach fett. Ich habe meine alte Strategie vergessen. Reinrennen, Gegner einsammeln und dann, wie auch immer der Angriff heißt, Feuerschwall einsetzen. Was hier ist? Das Eis ist Eiszauber. Alles Zeugs für Shiva. Da kann ich nicht lang, ne? Oh Gott. Ich weiß, wir sind gleich bei 45 Minuten, aber komm, ein bisschen geht noch. Ich fühle mich frisch. Fühle mich noch okay. Ich habe nur den Intus von einer Tablette, von einem Antibiotika noch. Da habe ich mich irgendwie so verwirrt, irgendwie. Der Rezept verschreibt irgendwie so, man soll zwei pro Tag nehmen, ne? Aber man soll nicht aufhören, die zu nehmen.
auch wenn die Symptome und die Beschwerden weg sind, was irgendwie ein bisschen ungenau ist. So, das heißt, ich soll die jetzt immer wieder nehmen. Ich habe jetzt nur noch eine übrig, die werde ich jetzt auch noch morgen früh nehmen und dann war es das. Also mehr kann ich nicht nehmen. Das ist ein bisschen ungenau, die Beschreibung. So, ja, selbst wenn ihre Beschwerden weg sind, nehmen sie trotzdem ein bisschen mit. Nehmen sie trotzdem ein bisschen. Damit die Beschwerden nicht rückfällig werden oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So, übrigens, nächster Boss. Ich muss ja natürlich noch weiterspielen, ne? Aber der sieht mir schon so ein bisschen heftiger aus, ne? Willst du Ball spielen, Torgal? Hol das Bällchen, Torgal. Wer spielt gern mit dem Ball? Torgal. Gott, ich hasse. Ich weiß auch nicht mal, wie das irgendwie angefangen hat, irgendwie. Ich glaube, das ist einfach nur, weil irgendwie das Spiel so sehr hart versucht, irgendwie Clifford irgendwie den coolsten Charakter überhaupt darzustellen. Und ich als blöder Hipster muss natürlich wieder dagegen irgendwie drücken, ne? Aber das Spiel will ja so, als ich diesen Typen als voll coolen Typen ansehe. Okay, ich mache den zum absoluten Loser und Vollspottel. Ah. Das ist doch meine Logik, ne? Alle Leute um mich herum sind so. Ich muss ganz offensichtlich anders sein. Nur dann bin ich zufrieden. Leider auf. Das macht man da. Ja, und jetzt setzt er natürlich den Zauber ein, ist klar. Au. Na gut, dann komm her. Gott. Na komm her. Nein, verfehlt. Oh Gott. Greife an, okay. Mach ich gerne. Ich heile mich mal kurz, bitte. Tada. Ja, schon irgendwie heraus, wenn mal passiert. Wenn ich das nicht schaffe, ne? Aber. Das ist immer so die Sache, wenn die Gegner irgendwie so angefahren, das heißt so, oh, versucht den abzubrechen, ne? Aber ich würde schon gerne wissen, was passiert, wenn ich das nicht mache. In Tales of Arise haben die halt gut gemacht, wo gegen diesen zweiten Herrscher da gekämpft hast. Und der fängt dann irgendwie an, irgendwie diesen Zauberspruch aufzusagen. Und ich weiß noch, so mitten im Kampf ist mir so aufgefallen. So, warte mal, ich kenne diese Worte. Ich kenne diesen Zauberspruch. Öffne die... So Sachen so wie, öffne die Tore zur Hölle. Komm hervor, heiliges Licht. Und so in dem Moment habe ich so irgendwie so gemerkt, so, hey, warte mal. Ich kenne doch diesen Zauberspruch und dann hat er irgendwie Indignation eingesetzt hier. Den bekanntesten Zauber aus der Tales of Serie. Und dann wurde ich davon getroffen und konnte nichts dagegen machen, weil beim ersten Mal irgendwie, glaube ich, unmöglich ist. Glaube ich jedenfalls. Ich habe jedenfalls noch nie gesehen, wie jemand geschafft hat, das irgendwie abzubrechen beim ersten Mal. Ich glaube, das ist unmöglich. Und so würde ich mir halt irgendwie eher bei dem Spiel so vorstellen, ne? Gegner macht irgendwie so einen Angriff, den du beim ersten Mal nicht abbrechen kannst. Beim zweiten Mal weißt du halt, was du tun musst, ne? Und dann kannst du ihn abbrechen.
Also so kannst du den Angriff abbrechen und du siehst, was der Angriff ist. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Man kann immer mit sterben. Kämpfen wir gegen Kontrollmodul. Oh. Oh mein Gott. Oh. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Donk. Oh, ist aber sehr. Ist nicht sehr gründlich in die Mitte durchgeschnitten. Noch ein Boss. Nein. Ja, dann müsste ich den auch noch durchschneiden. Oh Mann. Ich bin fast tot. Goldgigant. Ah. Ah. Klar, natürlich mache ich noch gern noch einen Boss platt. Kein Problem. Kann man da stehen. Na, oh, spinnt der natürlich raus. Oh Gott, ich dachte, ich werde da mal getroffen. Nein, nicht zutreten, aua. Gott, ich muss ja voll wieder Tränke benutzen. Ja komm, schieß. Au! Na warte, jetzt reiz. Da gleich noch ein Boss, pass auf. Mann. Ja, komm. Aha! Hab ich gefangen, deinen Demon Fang. Aha. Ha! Ha! Er macht noch einen Angriff. Nehmen wir an mich selber, er macht noch einen Angriff. Oh Gott, was macht er ja? Oh! Ha. Heilung, Heilung. Und noch ein Mitte. Ich weiß doch, wo man ihn farmt. Aua! Aha. Das ist gar nicht mal so einfach, das ist. Ha! Ich hab echt nochmal geschossen. Ich habe mir so gedacht, boah, wenn er jetzt noch einmal schießt, ne, dann krieg ich den. Au. Please don't step on me, Ghost Giant. Boah, ich war schon wieder zu weit weg. Ja, schon wieder. Ich hab schon wieder Schieber verstanden. Kein Schieber, Clive. Ich bin ein Eiswolf oder Schneewolf oder wie auch immer das Ding nochmal hieß. Komm, verreck. Au! So. Goldgiganten zerlegt. Oh, zerlegt. Cool. Okay. Ja, der hat es ein bisschen in sich gehabt. So, jetzt kommt noch ein Boss. Wie goldig. Okay. Pass auf, es kommt jetzt echt noch ein Boss.
Hier muss ich hoch. Wow, Clive. Treppen können besteigen werden. Okay, ich wollte schon sagen, wenn jetzt hier noch echt noch was kommt, ne, dann. Ich glaube, hier kommt echt noch was. Nimm das. Guck mal, wie goldig der ist. Jetzt ist er nur noch Gold und kein Goldgigant. Aber was das ist, das gucken wir uns beim nächsten Mal an, würde ich sagen, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich habe mein Comeback gemacht. Das wird hier wieder in regelmäßigen Abständen weitergehen. Das versichere ich euch. Einfach nur, weil ich mit dem Spiel auch mal irgendwann zu Ende sein will. Ne, ich will es nicht so im Sinne von so, boah, ich will das Spiel hinter mich bringen. Aber mein Gott, ich will auch mal endlich mal fertig werden mit dem Spiel. Und ja, gut, dann würde ich sagen, da waren meine Finger. Ich bedanke mich bei jedem, der jetzt zugeschaut hat, für jeden, der ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen hat. Und ja, sträubt euch nicht dagegen, ein Like, ein Abo oder einen Kommentar zu hinterlassen, ne? Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder von Final Fantasy 16. Kann ich überhaupt speichern und rausgehen und abbrechen und so? Ja, okay, wollte schon sagen. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ciao, bis zur nächsten Folge.